Willkommen auf Thorstens Mobawelt, dem YouTube-Kanal von Thorstens Mobaplanungsdienst. Kleiner Keilbahnhof mit BW und Industriestammgleis. Sag mal, habe ich jetzt ein Déjà-vu oder was? Das war noch letztens erst. Ja, stimmt. Es ist eine Überarbeitung der Anlage Kleiner Keilbahnhof mit BW und Hafenbahn. Der Film ist übrigens in der Playlist zu diesem Film hier. Und diese Playlist, die ist oben rechts in der Ecke in einer Infocard verlinkt. Nach Abschluss der Planung fragte mich der Auftraggeber, was ich denn von der Anlage halten würde. Und ich sollte ehrlich sein. Klar, nichts leichter als das. Ich will lieber für meine Ehrlichkeit gehasst, als für meine Verlogenheit geliebt werden. Also gab ich die entsprechende Antwort. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich glaube, es kam der Begriff thematische Vielfalt eines noch Fertiggeländes vor. Ich hätte natürlich auch ganz Innenminister-like sagen können, Teile meiner Antwort könnten dich verunsichern. Aber um den heißen Brei herumzureden, das liegt mir nicht so. Deshalb bin ich halt eher so diplomatisch wie Attila der Hunnenkönig. Es war gar nicht meine Absicht, aber bei dem Auftraggeber kam wohl der Wunsch auf, die Anlage thematisch etwas weniger zu verdichten. Ich will zwar nicht direkt sagen, dass er damit bei mir offene Türen eingerannt hat, aber im Prinzip hat er genau das getan. Allerdings haben mir die Reaktionen auf den ersten Film auch gezeigt, so ein modellbahnerisches All-You-Can-Eat-Menü ist wirklich angesagt. Vielleicht sollte ich da auch ein bisschen umdenken. Naja, ist ja auch egal. Was jetzt bei der Anlage rausgekommen ist, finde ich auf jeden Fall extrem gut. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was an der Anlage bzw. am sichtbaren Bereich der Anlage geändert werden sollte. Die Hafenbahn sollte wegfallen, die Brauerei sollte an die ursprüngliche Position des kleinen BWs verschoben werden und das BW sollte zwischen Bahnhof und Industriestammgleis gesetzt werden. Das heißt, die Hafenbahn wurde im Prinzip durch ein Industriestammgleis ersetzt. Und wie das Ganze dann konkret aussieht, das gucken wir uns am besten mal am Gleisplan an. Der Gleisplan der Anlage. So, hier ist nun der Gleisplan der aktualisierten Anlage. Die einzelnen Gleisbereiche wurden farblich voneinander abgesetzt. In Lachsrot ist die Paradestrecke zu erkennen, in Flaschengrün ist der Keilbahnhof gekennzeichnet, das BW ist in Grau und das Industriestammgleis ist in Giftgrün. Im Grunde genommen sind die Unterschiede gar nicht so riesig, aber im direkten Vergleich sieht man, dass bei der Anlage im Prinzip fast nichts so geblieben ist, wie es mal war. Die notwendigste und folgenreichste Änderung war der Wegfall der zweiten Zufahrt zum vorderen Gleiswendel. Dadurch konnte der Bahnhof etwas gestreckt werden und auch die Anbindung von Industriestammgleis und BW wurden dadurch erst möglich. Der Nachteil ist natürlich, dass man vom linken Bahnhofskopf nur über die Paradestrecke in den Schattenbereich kommt. Naja, wobei, wenn man das wirklich als Nachteil sehen will, eigentlich ist eine Paradestrecke ja dazu da, befahren zu werden. Eine weitere Änderung betrifft die Ortsgüteranlage. Die wurde nämlich von hier nach hier verlegt. Auch diese Maßnahme hat dazu beigetragen, dass der Bahnhof gestreckter und damit wesentlich eleganter gestaltet werden konnte. Ansonsten ist das BW merklich geräumiger gestaltet worden und es hat auch eine betriebliche Legitimation erhalten. Und zwar dieses Abstellgleis für einen Personenzug. Der Zug endet abends hier bzw. beginnt morgens hier. In der Zwischenzeit steht die Lok im BW und wird versorgt. Und wenn der Sinn gerade mal nach Rangieren steht, dann ist das hier giftgrün angezeichnete Industriestammgleis für diesen Moment das Zentrum der Anlage. Die angeschlossenen Bahnkunden sind ein Kohlehändler, ein Reifeisenlagerhaus und eine Brauerei. Und natürlich findet sich auch eine Spitzkehre mit zu kurzem Umfahrgleis. Wer wissen will, warum ich das so besonders hervorhebe, könnte sich den entsprechenden Abschnitt in Teil 27 der Modellbahnplanungsserie ansehen. Auch der Film findet sich natürlich in der Playlist zu diesem Film hier. Ach so, eine Sache hätte ich fast noch vergessen. Der untere Schenkel des Keilbahnhofs hat noch ein zweites Gleis bekommen. In der vorherigen Version der Anlage sah der untere Schenkel ja eigentlich eher aus wie ein Haltepunkt, denn wie ein Bahnhof. So, damit sind eigentlich alle Änderungen am Gleisplan ausreichend besprochen. Ich würde vorschlagen, jetzt gucken wir uns das Ganze mal in 3D an. Die Modellbahnanlage in 3D. Hier ist der eben gesehene Gleisplan in einer dreidimensionalen Ansicht. Durch einen Riss im Raumzeitkontinuum kam es dann doch nicht dazu, dass diese Gegend im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde.
Entsprechend wurde der Hang in der Ecke hinten links nicht unsicher und musste auch nicht abgetragen werden. Ein weiterer Punkt wurde mittlerweile geklärt. Die rote Backsteinmauer, auf der die Paradestrecke läuft, ist ein Platzhalter für eine Brücke, die dem Ruhrtalviadukt bei Herdecke sehr ähnlich sieht. Allerdings liegt der Hafen jetzt woanders. Naja, shit happens. Aber dafür wird das Betriebswerk von der Randerscheinung zu einem der zentralen Punkte auf der Anlage. Kohleverr- und Schlacke-Entsorgung könnte also ein weiteres Spielszenario auf dieser Anlage sein. Genau für solche Szenarien, oder heißt das jetzt Szenarios? Ach, na egal. Jedenfalls für solche Szenarien sowie die Ab- und Bereitstellung des Personenzuges ist an diesem Bahnhof eine KÜV stationiert. Vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Der Kohlebansen hier im Bild ist Bestandteil eines Fallerbausatzes einer Kohle- und Brennstoffhandlung. Allerdings halte ich ihn bei einer Brennstoffhandlung für wirklich unpassend. Andererseits ist er ebenso passend für das PW, wie er unpassend für die Brennstoffhandlung ist. Zumindest bei den Bildern, die ich von Kohlehändlern kenne, wurden die Kohlen immer auf mehr oder weniger befestigten Freiflächen gelagert. Auf meiner H0-Übungsanlage hatte ich mal angefangen, so eine Szene zu gestalten. Aus meinen Beobachtungen des zeitgenössischen Film- und Bildmaterials hatte ich die Schlüsse gezogen, dass die Kohlehaufen im Prinzip da einfach irgendwo auf dem Gelände rumliegen, manchmal durch Mauern eingefasst und gestützt und manchmal eben auch nicht. Entsprechend würde ich sagen, nur Mut zum Kitbashing. Und zur Not könnte man auch einen Bierdeckel nehmen, den in Streifen schneiden und mit grauer Farbe betupfen. Hier im Bild ist ein mögliches Ergebnis einer solchen Vorgehensweise zu sehen. Wenn das nicht gewünscht ist, dann gäbe es so einen Kohlebansen wohl auch in baugleicher Form, wenn auch mit anderer Farbgebung, als einzelnen Bausatz zu kaufen. Und jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit mal auf den linken Anlagenteil. Zumindest auf mich wirkt die ganze Gleisentwicklung im Bereich des linken Bahnhofskopfs wesentlich flüssiger. Wie soll ich sagen? Flutschiger vielleicht. Die Züge und Loks flutschen da einfach durch. Außerdem wirkt der ganze linke Anlagenteil in meinen Augen durch die Anbindung der Straße im vorderen Bereich der Anlage wesentlich eleganter, beziehungsweise, wie soll ich sagen, weniger künstlich, weniger modellbahnartig. Die Straße hat zwar durchaus eine beachtliche Steigung, aber Steigungen zwischen 15% und 20% sind auch hier am Rhein-Westerwälder Vulkanrücken keine Seltenheit. Und weil das beim letzten Film so gut ankam, zeige ich hier auch mal ein paar Entwürfe, die es nicht geschafft haben. Verworfene Entwürfe. Weil es im Märklin-Kargleissystem keine passenden Weichen gibt, die es ermöglicht hätten, die eingleisige Strecke direkt an den Bahnhof anzubinden, wurde die Strecke an das Industriestammgleis angebunden. Das Gleis wäre also in diesem Fall keine Nebenstrecke, sondern ein Industriestammgleis. Dieses Szenario hätte mir zwar gut gefallen, aber dem Auftraggeber hat es nicht so wirklich gut gefallen. Also wurde es verworfen. Verworfen wurde auch ein Gleis, das in weitem Bogen hinter die Brauerei führt. Es wird also davon ausgegangen, dass die Brauerei eine hauseigene Mälzerei hat. Die zugehörigen Getreidesilos hätten zwischen Brauereigebäude und Hang gestanden. Wer sich näher für die eisenbahntechnischen Betriebsabläufe in einer Brauerei interessiert, der könnte sich den Teil 23 der Modellbahnplanungsserie ansehen. Eigentlich geht es um kleine Spur-Null-Anlagen, aber es gibt da auch ein Kapitel mit dem Titel Anschlussgleis Kellerbierbrauerei in Spur-Null. Da werden genau die entsprechenden Aspekte besprochen. Und jetzt gibt es noch ein paar Bilder von der Anlage. Der Hintergrund ist, der Auftraggeber hat ein paar Schwierigkeiten mit seiner Windtrack-Version und kann sich die Datei nicht angucken. Aus diesem Grund gibt es noch ein paar Bilder von der Anlage, an denen er sich satt sehen kann. Hier nochmal ein Blick von der vorderen rechten Ecke diagonal über die Anlage. Und gerade fällt mir auf, der hohe Turm am Lokschuppen, das wird wohl ein Wasserturm sein, der im BW-Gebäude eingebaut ist. Dann ist wohl der separate Wasserturm überflüssig. Aber letztendlich ist so eine Planung nur eine Darstellung dessen, was man machen könnte. Was man dann wirklich macht beim Bau, das kann was völlig anderes sein. Man kann sich an den Plan von Thorstens MOBA-Planungsdienst halten, man muss es aber nicht. Das liegt einfach daran, dass ich in vielen Jahren, in denen ich in Foren unterwegs war und auch sonstige Planungen verfolgt habe, den Eindruck gewonnen habe,
dass Modellbanner einen Plan erst als ihren eigenen annehmen, wenn er ihre Handschrift trägt. Deswegen werden die Anlagen üblicherweise so geplant, dass auch noch eigene Ideen Platz finden können. Dies war ein Entwurf von Thorstens Mobile Planungsdienst. Wer seine Modellbahnanlage auch von mir planen lassen möchte, darf sich gerne an mich wenden. Nähere Infos gibt's auf meiner Internetseite. Die genaue Adresse ist in dem roten Balken hier eingeblendet. Ansonsten ist in der Videobeschreibung noch ein Link zu der Seite. Wer seine Modellbahn von mir planen lassen will, kann mich auch über YouTube kontaktieren. Dazu einfach von einem meiner Videos auf meine Kanalseite klicken, dort Kanalinfo anklicken und jetzt E-Mail-Adresse ansehen anklicken. Dann erscheint die E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Da sich dieser Kanal vom Terror der Regelmäßigkeit verabschiedet hat, gibt's den nächsten Film, wenn er fertig ist. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt. Ansonsten wäre jetzt die Gelegenheit, sich die Playlist zu diesem Film anzugucken. Oder zumindest einen Teil daraus. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Das war's.